Und man kann nur sagen, es gibt noch wirklich sehr viel zu entdecken. Es gibt sehr viele alte Manuskripte, sowohl Koran-Exemplare als auch andere Exemplare, die teilweise noch gar nicht untersucht worden sind, deren sich noch niemand gewidmet hat. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Besonders in Deutschland gibt es viele Sachen. Ihr müsst euch vorstellen, erst im Jahr 2014 ist ein, so wie aus dem Nichts, ein Manuskript aufgetaucht in Tübingen, das auch mittlerweile vom Professor Tayyar auch untersucht worden ist und herausgegeben worden ist, auf die gleiche Art und Weise wie in diesem Buch. Und das scheint auch eines der sehr alten aus dem ersten Jahrhundert gewesen zu sein. Und es, ihr müsst euch vorstellen, es ist ja nicht so relevant, ob das jetzt Uthman geschrieben hat oder Abdullah ibn Mas'ud geschrieben hat oder ein anderer Sahabi geschrieben hat. Das ist so alt, wir gehen 1300 Jahre ungefähr zurück und wir sehen haargenau den gleichen Koran. Also wir haben nicht einmal unterschiedliche Reihenfolgen der Suren. Dass eine zum Beispiel mit Surat al-Baqara nach der Fatiha anfängt und dann Surat al-Nisa. Nein, alle haben Baqara, dann haben sie Al-Imran, dann Nisa, diese alten bekannten Exemplare, und die Reihenfolge der Ayat ist die gleiche, die Anzahl der oder die Wörter sind die gleichen. Unterschiedlich sind manchmal, wie ich gesagt habe, die Rechtschreibung, was aber keine Auswirkung hat auf die letztendliche Aussprache.